Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Epirus. Und ja, letztes Mal sind wir in Südspanien gelandet und haben ziemlich viel einstecken müssen. Das war ziemlich heftig. Aber wir haben da auch, glaube ich, ziemlich blöd gespielt, soweit ich mich erinnern kann. Naja. Und jetzt werden wir hier weiter nach Norden stoßen. Er hat sich leider eingebunkert. Das ist immer ziemlich nervig. Aber wir werden jetzt mal probieren, den anzugreifen. Und vielleicht kommt der mit. Ne, kommt er nicht. Okay. Dann machen wir das einfach automatisch. Schön in die Eier und in die Brust. So. Ich habe mir überlegt, dass wir, da wir jetzt, da ich jetzt viele neue Projekte plane in diesem Jahr, dass wir mit Epirus bis Runde 100 ungefähr, spielen. Und, oder was halt schneller geht zu gewinnen oder bis Runde 100. Wir sind, glaube ich, jetzt bei Runde 70, 80 sowas. Und ja, dementsprechend werden wir ein bisschen, einfach schauen, wie weit wir kommen. Und dann einfach bis Runde 100 gehen. Jetzt muss ich mal kurz wieder reinkommen. Hier habe ich nur Hopliten. Dann hole ich mir mal 5 neue Hopliten. Dann habe ich 6 Hopliten. Und der Rest wird dann nochmal Pekiniere. Okay, die habe ich alle bewegt. Das ist gut. Dann nächste Runde. So. Ich muss mal schauen. Ich habe mein PC immer noch nicht wirklich zum Laufen gebracht. Also ja, er läuft, aber er läuft nicht mehr so gut wie vorher. Also das heißt, die Spiele werden noch ganz normal flüssig gezeigt, aber die Aufnahme ruckelt. Also aber nicht immer. Also gerade ruckelt es genauso wie im Spiel. Aber vor allen Dingen nach Schlachten fällt es, oder war das in den letzten Folgen wirklich so, dass es ja eine halbe Minute lang nur noch ein Frame per Second, nicht mal ein Frame per Second gegeben hat. Oh, puh. Jetzt kommt er da mit einer Full-Stack-Armee. Okay. Speichern, genau. Ich muss mal schauen, woran es liegt. Also ich habe schon eigentlich alles versucht, bis auf neu zu rebooten. Das will ich eigentlich vermeiden, weil zurzeit habe ich wenig Zeit dafür. So. Aber ja, mal schauen. Gut, Garnisonsflotte sind 12 Männer. Das ist wunderbar. 212 plus 12, cool. Oh. Das ist ja so eine Stadt. Hä? Und wie habe ich da... Ach genau, das war doch das mit den zwei Armeen oder so. Ja super, das hätte ich ja hier jetzt auch automatisch machen können. Da habe ich ja keine Chance. Ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr. Ich dachte, wir hätten Mauern. Wie wäre es, wenn ich da stehe und einfach darüber schieße?
Weil der steht ja hier. Aber das Problem ist, dass Indy ist die Station näher. Also muss ich eigentlich hier hingehen. Und dann hier, ups. Hier mal schön Bikini. Es ist so lächerlich. Aber oh mei, was soll man machen? Oder warte, warte. Nee, nee, nee. Ich lasse euch hier Es nähert sich stehen. feindliche Unterstützung. Ich lasse euch einfach hier stehen und ihr ballert da dann drauf. Natürlich von der Seite, ne? Natürlich. Komm, wir machen mal Vorspulen. Natürlich kommen sie von der Seite. Ja, was machen die denn da? Nee, 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 nee. Ich fange dich, ich fange dich. Nein! Oh, du hast mich gefangen, jetzt muss ich dich fangen. Du fängst mich nicht. Was ist das denn? Was machen die denn da? Die Männer wanken. Oh, es hat schon angefangen. Unsere Männer fliehen vor der Unser General wird angegriffen. Okay, anscheinend für so. Ja, die. Ah, okay. So wenige können gar nicht angreifen. Ja, und das ist voll lustig. Das ist voll bescheuert. Unsere Männer Nee, nee, fliehen vor nee, der nee, Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ah, oh, ist das cool. Okay, was passiert hier? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Unsere Nee, Männer also fliehen vor der mit Schlacht. Mauern hätten wir denen auf jeden Fall mehr wegnehmen können, aber mei. Das war jetzt blöd. Jetzt müssen wir, wo ist es? Nö, halt genau darunter die Stadt. Da haben wir wenigstens noch Möglichkeiten, genug Einheiten zu. Oder gute Einheiten zu rekrutieren. Das Problem ist, dass unsere 212. Armee tot ist. Das ist nicht ganz so super. So. Ja, ein ehrenhafter Tod. Agent, ach so, ja, genau. Untertan, schlechtes Omen, besorgte Bevölkerung. Ja, was ist denn los, ne? Die Frau eines eurer Magistrate behauptet, ein junger General hätte sich ihr aufgedrängt. Ihr Ehemann ersucht euch nun um die Erlaubnis, den jungen Mann zu töten. Weiter untersuchen. Weil, ja, mal. So, hier machen wir jetzt eine neue Armee. Die gehört auch nicht uns, aber das soll uns egal sein. So, jetzt pushen wir hier mal hoch. Wie viele Runden braucht ihr jetzt? Drei. Okay, warte. Zwei, warte. Ah, okay. Ah, ich bin Idiot. Ich hätte. Ah. Dammit. Warte, warte. Ja, ich löse die nochmal auf. Nächste Runde mache ich dann. Oh Mann. Ich wollte das Vermächtnis wieder aufstellen. Und das ist dann.
Das ist dann sehr viel besser. So, Attentat. Yes. Endlich attentatieren. So, wer bist du? Du bist mein Kumpel. Warte mal. Ja. Ja, das können wir automatisch machen. 80, ja, passt. So. Hier können wir, glaube ich, ein. Ja. Hier können wir keine. Keine Einheiten wirklich. Oder keine Gebäude, meine ich. Gebrauchen. Deswegen. Ah, komm. Jetzt geh hier. Ja, das reißen wir auch ab. Hier machen wir. Hellenistischer. Genau. Vier hellenistischer Einfluss. Was machen wir hier? Sklaven minus 23. Kulturelle Unterschiede und Instabilität. Warte mal, kann ich hier nicht noch einen. Genau, einen. General, nicht General, sondern ein Agenten, aber der Agent kommt da runter dann. Warte. Einkommen durch Plündern, Unterhaltskosten und Moral. Ja. Das wird's wohl sein. So, Baubericht. Flotte zerstört, das war keine Flotte. Das war, ein Ärgernis. So, und wir sehen wieder minus 8 Nahrung. Warum? Wir hatten die ganze Zeit positiv. Das ist doch dämlich. Die ganze Zeit plus 30 oder so. Aber wahrscheinlich hat die das auch geplündert. Na egal. Gut, weiter geht's. Warte, noch nicht. Weiter geht's. Ja. Wieso hat die jetzt was bekommen? Upsi. Was ist los? Diplomatie. Gut. Dann machen wir Moralboost. Das ist sehr schön. Okay. Und weiter geht's. So. Jetzt müssen wir hier wieder die Nahrung pushen. Das ist immer so doof. Oh, cool. Ich weiß nicht, ob man das auf der Aufnahme auch gesehen hat. Hier hat man gerade die, die Namen von den, von meinen Städten noch gesehen. Der, also, Marsilia ist auch ein bisschen zu groß gerade. Dieses Volk bereitet mir Sorgen. Könntet ihr nicht eure Armeen gegen es einsetzen? Wann könnt ihr den Befehl erteilen? Vor allem diese. Wieso? Die sind am Arsch der Welt. Die bedrohen euch gar nicht. Und ich kann es mir gerade nicht leisten, gegen die auch Krieg zu führen. Vor allem die mögen mich ja, glaube ich. Warte, die hat die jetzt umgebracht, diese blöde Kuh. Diese blöde Kuh. Wie? Oh, das ist doch. Silberne Zunge anheuern.
So, unsere Boten haben in einem Dorf in der Fremde eine Frau gefunden, die mit der Überredungskunst gesegnet zu sein scheint. Okay, wir können sie als Unterstützung für unsere anheuern. Verwundet, nach Hause zurück, ein neuer Anführer, natürlicher Tod. Ah, okay, natürlicher Tod, na gut. Epiros, minus 6, aber warum? So, dann hier das da und... ja, nochmal. Ein natürlicher Tod. Und ihr macht hier, solltet jetzt mal endlich Kinder machen. Was ist los bei euch? 30 auf Kinder? Und dann schaffen die es nicht, Kinder zu machen. Das ist doch sowas von bekloppt. So, Attentat. Sehr gut. Jetzt mache ich hier nochmal... Achso. Ah, ja. Der war nur verwundet, leider. Armee aufstellen. Ja, warte. Nee. Ich will Vermächtnis der 212. Legion. Genau, die ist nämlich Rang 6. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Du Militärs, Ausbildungs-Die. Ja. Yeah. Gut. So, ich brauche jetzt zu essen. Ach, hier kann ich ja gar nicht. Ja, das ist schon 6 Nahrung. Da kann ich eigentlich hier nur noch ein Ding machen. Und dann Tempel des Poseidon. Ja, okay, mal. Muss sein, wenn man schon hungert. Na gut. So, und was machst du jetzt hier die ganze Zeit? Sollen wir den angreifen? Eigentlich sollten wir den angreifen, bevor wir noch weiter Leute verlieren. Der sagt Pyrrhus-Sieg. Es wird halt wirklich ein richtig knapper Sieg, weil die Türme sind so abartig. Die Türme sind wirklich abartig. Gut, Na komm. Mach mal. Was ich versuchen werde, ist, wie immer, irgendwo durchzubrechen. Oder irgendwo wirklich, Druck zu machen, damit er da seine Haupt- oder die ganzen Einheiten drin hat und dann irgendwo außerhalb zu... Ah, Nebel, das ist gut. Dann treffen seine Leute nicht so gut. Pikiniere. Okay, ich mache jetzt das so. Und zwar die Pikiniere sollen versuchen, hier wirklich Druck zu machen. So. Hopliten, die sollen versuchen,
hier hinzukommen. Nein. Hier hinzukommen. Und die da sollen hier hingehen. Die da machen hier Druck. Am besten auch so, dass sie wirklich von der Seite angreifen können. Und der General steht hier dann. Achso, nee, die sind ja schon da. So. Das ist so der Plan. Bogenschützen sind da. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. So, hier lang, hier lang. Das ist doch schon mal. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Und die ganzen Bogenschützen feuern jetzt voller Kanne hier rein. Und dann ein bisschen, hier hin. So, die machen jetzt hier Dampf. Die machen jetzt da Dampf. Die machen hier hinten Dampf. Und dann bekommen die Barbaren ein Dampfbad. Juhu! Der geht hier hin, der geht auch dahin. Die stapfen noch weiter. Nee, ihr sollt weitergehen, ne? Fällt die ganze Zeit richtig heftig rein. Okay, volle Kanne auf den General. Das ist auch schon fast tot. Es ist so krass, dass die in zwei Richtungen einfach schießen können. Ne? Okay, der geht jetzt dahin schnell. Der geht da lang. Der da geht dahin. Und zwar schnell. Und zwar ganz, ganz, ganz schnell. Wir haben einen Turm eingenommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Schnell, schnell, schnell. Der feindliche General ist tot. Gut, dann rennen die mal hier hin. Die machen sich mal zu. Komm. Die Männer wanken. Unser General wird angegriffen. Wer? Nee, komm, ihr schafft es nur. Ach. So, die drücken jetzt nach da. Die drücken nach da. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Naja, die haben lange ausgehalten. Das passt schon.
Warte, jetzt gehe ich noch dahin. Der unterstützt die jetzt noch. Sehr gut. Der unterstützt die jetzt noch. Und es ist alles gut. Bis darauf, dass jetzt 100 pro mein General stirbt. Okay. Zum Glück. Das wäre jetzt halt noch sowas von typisch gewesen. Ich habe gewonnen und mein General stirbt. So. Aber, also grundsätzlich habe ich, ja, haben wir gut gezockt hier. So. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, natürlich. Selbstverständlich tut sie das. Jetzt gleich haben wir ihn. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Sehr schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Kill ich die Fliehenden noch, auch wenn die gerade von den Türmen eigentlich platt gemacht werden. Aber wichtig ist, dass die Pferde auch noch ein bisschen was bekommen. So, sehr schön. Ja, das lief die gerade viel besser als letztes Mal. Rauf. 8, 5, 15. Sind die schon alle weg hier? Was sind denn noch welche? Ach, da hinten. So, wo ist mein General? Hui. Dass die sich immer so verbreiten, ne? Okay, nee, das passt schon. Das passt jetzt schon. So, wow. 3, 6, 3, 5. Ist halt schon heftig. Die da auch mit 200, 200. Hoffentlich bleiben die am Leben. Die beiden sind wahrscheinlich gestorben. Knapper Sieg. Ich fand es gar nicht so knapp. Also, wenn der jetzt... Nee, ich fand es eigentlich gar nicht knapp. Der hätte mit seinen Türmen vorne noch... Oh, schade. Der hätte mit seinen Türmen vorne noch eigentlich, ja, zwei Einheiten oder drei raushauen können und ich hätte es trotzdem geschafft. So, 1, 2, 3, 4, 5... Genau, ich brauche einen Bogenschützen. Ja, abreißen und dann Bogenschützen bauen. Das da hier. So, dann hoffe ich mal, dass ich bald wieder Nahrung bekomme. Ah, das war jetzt gerade wichtig, weil je länger man bei einer Hungersnot wartet, desto weniger Einheiten hat man natürlich. Das ist ja klar, ne? Wir sind schon wieder fertig. Dann schauen wir uns noch kurz an. Könnt ihr dieses Volk nicht angreifen?
Euer Mut wäre sicherlich eines Liedes würdig. Zypern? Was wollt ihr gegen Zypern? Gegen Forderung. Okay. Dann machen wir das. Mit militärisches Bündnis. Ja, da bin ich dabei. Müssen wir trinken. Gut, 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 gut. Also mit militärischen Bündnis spiele ich ehrlich gesagt nur in Let's Play. Das ist echt lustig. Ja. Das Schwert wurde gezogen und ist jetzt blutbefleckt. Beendet diese Fehde. Wir bieten euch heute Frieden an. Oder morgen das Schwert. Die sieht sehr komisch aus. Warte mal. Warte. Warte. Ja. Wusste ich, dass sie jetzt nicht wollen. Aber. Ja, ich hätte fragen können, wie viel es denen wert ist, aber da wir gerade kein Geld brauchen, ist es mir eigentlich relativ wurscht. Genau. So, das mit dem Magistrat, das lesen wir gleich durch. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye. See ya. Bestraft werden!